Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute für euch wieder eine Kartenidee, dieses Mal zum Thema Hochzeit. Und ihr habt euch gewünscht, dass ich euch die Anleitung von dieser Karte zeige, denn die habe ich euch bei meinem Auspackvideo gezeigt. Ich verlinke es mal hier oben. Da hatte ich euch meine Bestellung gezeigt und ganz viele Ideen, was mir so eingefallen ist, ganz spontan dazu. Und da war eben auch diese kleine Eulenkarte dabei. Und genau, ich würde euch halt mal zeigen, wie das funktioniert. Gesucht und gefunden, in Liebe verbunden. Die Karte hat auch ein paar Kniffs und Tricks, so sieht sie innen aus. Und ich zeige euch einfach, wie das Ganze funktioniert und zum Beispiel auch, wie man in der Farbe embossen kann, weil das Kupferpulver, mit dem ich hier gearbeitet habe, das gibt es ja im aktuellen Katalog nicht mehr. Aber man kann es natürlich auch anders machen. Und was ich an der Karte noch verändern würde, ist, dass ich die Eulen auf ein helles Papier auf Stempel oder embosse. Also das kann man natürlich auch stempeln, das muss man nicht embossen. Mir ist es da fast ein bisschen zu dunkel. Es sieht zwar süß aus und es soll natürlich darstellen, dass sie hier in ihrem, dass man halt so reinschauen kann in ihren Baumstumpf sozusagen, aber das passt natürlich nicht ganz, weil das so ein bisschen dunkel ist. Genau, wir machen das halt ein bisschen anders, aber nicht viel und ich zeige euch einfach, wie es geht. Bleibt also dran. Also, an Material habe ich einmal benutzt Farbkarton in Wildleder und Farbkarton in Vanille pur. Das sind die Bestellnummern, wenn ihr die braucht, dann macht einfach ein Pausebild. Und dann könnt ihr euch das abschreiben. Und hier habe ich das Designerpapier Weihnachtsblüten. Denn da ist so ein Designerpapier dabei, das auf der Rückseite dieses Holzdekor hat. Ich habe bei meiner Karte das mit dem alten Stempel gemacht. Und zwar mit diesem Hardwood-Stempel. Falls ihr den habt, könnt ihr das natürlich auch benutzen. Das habe ich jetzt für diese Karte auch gemacht. Den habe ich mir einfach abgestempelt. Aber wie gesagt, ihr könnt euch einfach das Designerpapier nehmen. Ich habe es jetzt hier schon mal drauf gemacht, dass es schon mal drauf ist. Aber mit dem Designerpapier kommt ihr genauso klar. Das hat wirklich das sehr, sehr ähnliches Muster. Und ihr braucht an Maßen. Einmal habe ich die Grundkarte in Wildleder. Und zwar mit 21 x 14 cm. Und die 21 cm Seite ist wieder gefalzt bei 10,5 cm. So wie immer eine ganz normale Grundkarte. Und ein Reststück, das ungefähr 8 x 9,5 cm hat. Für innen. Wir machen also unsere Eulen ein bisschen anders eben von den Auflageflächen. Und dafür brauche ich dieses Wildlederpapier. Dann habe ich ein Stück Savanne in dem Maß 14 x 9,7 cm. Wie gesagt, ich habe es hinten schon bestempelt. Ich habe das in Sahara-Sand drauf gestempelt. Natürlich könntet ihr auch Savanne nehmen. Also ich habe jetzt Sahara-Sand benutzt, weil es noch ein bisschen heller ist. Mein Savanne ist sehr satt im Moment und dann wäre mir der zu dunkel geworden. Die Höhe, die spielt jetzt noch keine so große Rolle, weil das verändern wir uns natürlich dann hier mit dieser bisschen so Baumstumpfoptik, fand ich, war das. Und dann habe ich ein Stück Vanille pur. Hier kommen dann die Eulen drauf, in dem Maß 9,7 mal ungefähr 10 cm. Ein Reststück, das 1,9 cm hoch ist. Ein Reststück für innen und ein Reststück für Deko braucht ihr. Also hier habe ich noch einiges. Ah ja, und dann habe ich noch ein Stück Pergamentpapier. Da habe ich euch die Bestellnummer gar nicht gezeigt. Das ist einmal hier, die Bestellnummer für Pergamentpapier. Das ist einfach so ein bisschen so für diese Zweige und so als Deko. Genau. Gut, ich glaube, wir fangen an mit Stempeln. Ich richte mir mal alles her. Als Stempelfarbe nehme ich einmal das Versamark und das Wildleder. Und wenn ihr das nicht embossen wollt, könnt ihr das natürlich auch ganz normal stempeln. Also ich finde, man müsste das jetzt nicht embossen, weil wir das ja alles auf diesem Vanille-Pur-Papier machen. Bei dem Wildleder würde ich schon embossen, weil es halt schon ziemlich dunkel ist. Da macht halt dieser Schimmereffekt noch das schön aus, dass man das gut sieht. Wenn ihr es nur stempeln wollt, dann stempelt es einfach. Aber ich zeige euch trotzdem mal, wie das funktioniert, wenn man es embosst. Weil wir haben ja dieses Klarsicht-Embossing-Pulver. Das benutze ich nämlich jetzt auch gleich. Das ist dieses hier. Und mit dem kann man also in jeder Stempelfarbe embossen. Wenn ihr jetzt sagt, ich hätte gerne lila und es gibt kein lilanes Pulver, dann könnt ihr das so machen und könnt es trotzdem eben in der Farbe embossen. Und da funktioniert es so, ich habe mir meine Stempel jetzt schon aufgezogen. Vielleicht sollte ich euch erstmal noch zeigen, von welchen Stempelkissen, von welchen Stempelsets das Ganze ist. Ich habe einmal das Eulenfest genommen. Da habe ich hier diese wunderschönen zwei Kuscheleulen genommen. Die sind ja perfekt für eine Hochzeitskarte. Dann habe ich benutzt Für alle Zeit. Da habe ich mir diese zwei Zweige rausgenommen und den Spruch Glück und Zufriedenheit für alle Zeit. Und dann finde ich einfach total schön aus dem Pfingstrosenpracht, das oben hier gesucht und gefunden, in Liebe verbunden. Die habe ich mir jetzt schon mal aufgezogen und mit denen stemple ich jetzt einfach drauf los. Ich fange jetzt mit den Eulen mal an. Die habe ich mir aufgezogen und das Erste, was ich mache, ist, dass ich mir in diese Versamark-Tinte gehe. Einfach
so, dass das jetzt hier drauf ist. Und dann gehe ich in meine Stempelfarbe. Also ich benutze jetzt eben Wildleder und nehme jetzt die Farbe auf. Kann also mit der durchsichtigen Tinte in diese Tinte reingehen und stempel mir jetzt meine... Oh, ich sollte noch eine Sache gucken. Stempel mir jetzt meine Eulen hier so mittig ungefähr ab. Und so mache ich das jetzt eben mit allen Sprüchen, die ich aufbringen will. Einmal zuerst ins Versamark, dann in meine Stempelfarbe und dann auf ungefähr die Stelle, auf der ich das haben möchte. Mit den Blättern mache ich es auch so. Da hat man übrigens zwei verschiedene Blätter drinnen, die biegen sich in zwei verschiedene Richtungen. Ich habe jetzt beide genommen. Und zum Schluss noch den Spruch. Gesucht und gefunden. Ich hoffe, ihr seht mich noch einigermaßen. Den versuche ich hier schön gerade drauf zu machen. Ist in Ordnung. Okay, dann mache ich meine Stempelfarben kurz zu. Und dann nehme ich mir mein durchsichtiges Prägepulver, also dieses klare Pulver, und gehe mir überall über meine Stempelmotive drüber mit dem Pulver. Also man sieht es jetzt so ganz leicht, dass es ein bisschen dunkler geworden ist. Da ist jetzt das Pulver drauf. Das mache ich auch mit allen so und dann erhitze ich es mir gleich. Da lasse ich euch jetzt kurz Musik laufen. So, also ich zeige euch nochmal ganz kurz, das Erhitzungsgerät hat diese Bestellnummer, falls ihr das braucht. Und jetzt hat man eben diesen tollen Effekt, dass das eigentlich Gestempelte auch noch so glänzt. Ich versuche das mal mit der Kamera einzufangen. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Es hat einfach noch so ein bisschen mehr Effekt, aber ihr könnt es wie gesagt auch stempeln, gerade bei solchen Farben. Okay, und jetzt haben wir schon alle unsere Teile quasi vorbereitet. Jetzt geht's ins Stanzen. Hole ich mir nochmal mein neues Schätzchen ins Bild. Ich glaube, ihr habt sie noch gar nicht von mir gesehen. Ich habe sie jetzt auch, die neue Stanzmaschine. Und ich habe diese wunderbare Magnetplatte und ich liebe sie. Das ist so toll, wirklich. Kann ich euch nur empfehlen. Super cool. Ich lege mir jetzt einfach mal alles auf, was ich ausstanzen möchte. Zeige euch natürlich auch die Stanzformen. Ich nehme mir hier relativ viele Stanzformen. Einmal die Stanzformen Ewige Zweige. Dann die tierischen Freunde. Die Magnolienblüten und die Feiertagsetiketten. Und da kurbel ich mir das jetzt erstmal alles so durch. Bei den Feiertagsetiketten, da muss ich mal selber schnell nach der Größe schauen. Das habe ich ja hier auf die Innenseite gemacht. Das ist die zweitgrößte Form. Und wichtig ist, ihr habt ja da diese kleinen Eckenelemente dabei. Die baue ich jetzt auch ein. Aber da müsst ihr aufpassen bei euch. Eine davon ist ein bisschen größer als die anderen. Eine von denen ist ein bisschen kleiner. Seht ihr das? Also diese drei haben die gleiche Größe und eins hat eine kleinere Größe. Bei mir hat das jetzt da, glaube ich, ganz gut gepasst. Hier ist zwar das kleinere, aber das habe ich da noch gar nicht gewusst. Ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe es aber als Info auf meinen Blog geschrieben. Also ihr könnt damit zwei verschiedene Größen stanzen und ich brauche jetzt eh nur die drei Größen und nehme dann alle drei gleich raus und stanze mir die aus. Und da lasse ich euch, glaube ich, auch ein bisschen Musik laufen, weil das mehrere Sachen sind, die ich stanze und die Eulen machen wir gleich zusammen. So, und jetzt habe ich mir gedacht, als kleinen Clou, nehme ich mir diese Stanze aus den Magnolienblüten, also aus denen habe ich euch vorhin schon gezeigt, und fand es toll, dass das hier oben aussieht wie so ein Baumstumpf.
Und dafür kurbel ich mir einfach nur einmal oben und einmal unten diese Stanzform so aus. Ich lege das also ganz oben an mein Papier an. Ich hoffe, ihr seht es gut, aber es kommt ganz gut raus. Und kurbel mir das einfach einmal für oben und einmal für unten durch. Und dann habe ich danach so eine coole Stanzform. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr die Stanzform also quasi verkehrt rum auflegt. Normalerweise legt man die ja so hin, dass man das hier unten als Abschluss so ausstanzt. Legt man sie ja eigentlich so auf. Aber ich fand es andersrum total cool, weil das dann eben so ein bisschen diese Baumstumpfoptik hat. Deswegen lege ich mir das so rum hin. Also ich zeige es euch mal von der Seite. Diese Schnittkanten sind jetzt hier an dieser Oberseite. So, und als letztes stanze ich mir jetzt noch meine Eulen aus. Und die Eulen sind ja jetzt eigentlich auf der Rückseite. Das bleibt ja so, dieses Papier stanze ich nicht. Aber ich möchte ungefähr wissen, auf welcher Höhe oder welcher Breite ich mein Papier stanzen möchte für dieses Holz. Und durch das, dass das Eulenpapier und das Holzpapier, also dieses Vanille pur und das Holzpapier die gleiche Breite haben, kann ich mir das eigentlich ganz gut anlegen und kann mir das ungefähr abschätzen, wo ich meine Stanzung für meine Eule reinhaben will. Ich hätte es gerne noch ein bisschen weiter oben, also ungefähr hier. Und so halte ich mir das jetzt einfach etwa in Form. Wenn es nicht ganz, ganz, ganz perfekt ist, macht es nichts. Nur, dass ich ungefähr weiß, wo ich meine Eulen haben möchte und kurbel mir das jetzt nochmal durch. Und ihr könnt nur gucken, dass es vielleicht hier und hier schön gerade liegt. Ich glaube, so ist es jetzt ganz gut. Und auch so, dass die Ränder so einigermaßen gleich sind. Dann kurbel ich mir das einmal aus. Bei mir ist hinten der Platz ein bisschen zu eng, wenn ich das in diese Richtung kurbel. Und dann habe ich schon dieses wunderschöne dieses bestickte Rahmenelement. Das hat man vorne dann drauf und auch auf der zweiten auch. Das ist halt auch cool, dass das einfach innen und außen bestanzt wird. Und dann nehme ich noch mein Wildlederpapier, das hat auch die gleiche Breite. Und das kann ich mir jetzt hier auch ganz schön einpassen. Ich lege mir das jetzt mal so an. Nimm dann die passende kleinere Form. Oder hier habe ich den benutzt. Ja, die passende kleinere Form. Leg mir das jetzt hier schön passend innen rein. Ihr könntet euch jetzt hier auch mal kurz eine Markierung mit dem Bleistift setzen, nur ganz leicht hier unten. Und vielleicht hier oben, dass wir dann nachher wissen, wie wir es ankleben müssen. So, und stanze mir das jetzt noch einmal kurz durch. Also noch ganz kurz zum Aufbau. Ich habe jetzt unten die dicke Präge, also die dicke Grundplatte, dann die dünne Platte, dann meine metallische Platte, die ist selbstheilend. Also man braucht da unten drunter keine Acrylplatte mehr verwenden, das finde ich total spitze. Schneidet sich dann alles hier in das Papier, in diese Platte rein und man spart sich sozusagen eigentlich eine Platte. Und das Tolle ist eben, dass die komplett magnetisch ist und dass die Stanzformen dann nicht mehr so verrutschen. Und dann oben drüber einfach nochmal eine Acrylplatte. So ist jetzt der Aufbau für diese magnetische Platte. Genau, aber so ein Erklärvideo für die ganze Stanzmaschine, das kommt dann, wenn es alle Teile dazu gibt, mache ich euch da auf jeden Fall noch ein Video. Okay, und dann haben wir alle unsere Elemente schon mal fertig und können ein Zusammenbauen gehen von unserer süßen Eulenkarte. Und ihr seht jetzt schon, das schaut schon total süß aus, wenn die dann da rausspitzeln. Mit dem Dunkel und dem Hellen, das macht sich ganz gut, finde ich. Okay, und dann bauen wir uns jetzt unsere ganze Karte zusammen. Und was ich jetzt als erstes mache, ist, dass ich mein wildledernes Papier mit dem Holzdesignpapier zusammenklebe. Und was jetzt bei mir total cool ist, ich habe da so einen ganz, ganz leichten Rand von der Stanzung, damit ich weiß, wo der Kleber nicht sein soll. Falls ihr das nicht habt, das kommt natürlich auch auf eure Stanzmaschine an, könnt ihr euch einfach nochmal euer Papier an den Markierungen, die wir uns vorher gesetzt haben, anlegen und dann noch einmal kurz außenrum zeichnen mit Bleistift. Und dann weiß man genau, wo der Kleber hin kann und wo nicht. Und dann nehme ich einfach einen Flüssigkleber, nicht zu viel, dass an der Seite nicht barzlig wird, und klebe mir das da mal kurz drauf. Und kann mir das jetzt genau an meine Markierungen hinsetzen. So sieht das Ganze jetzt aus.
Wenn man jetzt da irgendwo noch einen kleinen feinen Rand hat, den kann man sich einfach mit der Schere noch abschneiden. Ich habe da einen, den sieht man fast gar nicht. Vor allem wird er nachher auf der Karte dann nicht rauskommen, weil die Karte ja die gleiche Farbe hat. Aber zur Sicherheit schneide ich den mal weg. Genau. Und dann richten wir uns noch ein bisschen unsere Eulen so aus, dass die dann so einigermaßen in der Mitte sind. Da würde ich es auch so machen, dass ich mir das jetzt mal so hinhalte und einfach diesen Rand hier, der jetzt da übersteht, wenn ich mit dem Eulenmotiv zufrieden bin, würde ich mir diesen Rand abschneiden. Gut festhalten. Rand abschneiden. Und dann können wir uns das hier so aufbringen. Hier sieht man, wie gut ich... Ich kann nicht gerade schneiden. Zum Glück gibt es für mich den Papierschneider. Okay. Und das bringe ich mir jetzt mal plan auf. Also das wird da glatt drauf gemacht. Ich lege mir das andere nochmal mit drauf, weil ich möchte, dass das wirklich schön da in der Mitte ist. Und orientiere mich jetzt hier an meinem Holzpapier eigentlich. Seht ihr das? Also, dass das einen schönen Rahmen ergibt hier außenrum. Und so klebe ich mir jetzt eigentlich ja nur mein Vanille-Purpapier auf, aber dann habe ich das an der richtigen Stelle. Und dieses Holzpapier, das habe ich mir gedacht, das machen wir mit ein bisschen Dimension. Dann nehme ich mir einfach ein paar Dimensionals und klebe mir die hier hinten drauf. Ich nehme auch ein paar mehr, also so, dass es nirgendwo durchhängt. Und mach mir die jetzt da schön drauf. Genau, also so von der Menge würde ich das jetzt machen. Da müssen hinten nur noch diese Schutzfolien weg. Und dann können wir das Ganze auf die Frontseite aufbringen. Also das ist so die einzige Stelle, wo so ein bisschen, da muss man ein bisschen aufpassen, wie man das ausstanzt und wie man das dann hier aufklebt, dass es passt, dass man da keinen Rand mehr sieht. Und dass die Eulen ungefähr in der Position sind, wo man sie gern haben möchte. So finde ich sie jetzt super schön. Was ich schlauerweise hätte vorher machen können, ist, dass ich die noch ein bisschen koloriere. Aber es geht jetzt im Nachhinein auch. Und da mache ich so, ich nehme mir einfach irgendwelche Aquarellstifte. Ihr könnt natürlich auch Holzstifte nehmen und male mir die einfach so ein bisschen aus. Da lasse ich euch jetzt kurz Musik laufen. Und das ist eben auch das Tolle auf so einem dunklen Papier. Ich glaube, ihr seht es, dass ich die auch angemalt habe. Das sieht man trotzdem so schön. Das finde ich immer ganz hübsch. Ich zoome euch mal noch ein bisschen hin, dass ihr das besser seht, was ich hier eigentlich mache. Und das Tolle ist, durch diese Embossing-Technik hat man hier einfach einen schönen Rahmen und tut sich da viel einfacher im Ausmalen. Also da kommt man nicht so schnell raus, wie normalerweise. Sorry, jetzt habe ich nochmal drüber langen müssen. Wenn ihr mal an einer Stelle wollt, dass die Farbe ein bisschen besser ineinander verschwimmt, dann könnt ihr einfach diese Mischstifte nehmen. Dann hat man nicht mehr so diese typischen Striche dort vom Pinsel oder vom Stift. Das finde ich immer ganz schön und da leuchtet die Farbe, finde ich, auch noch ein bisschen mehr. Also ich finde die toll, diese Mischstifte. Ich finde die sehr gerne. So. Okay, dann kann man sich das einmal auf dem Papier ausstreichen und dann kann man es für die nächste Farbe wieder verwenden. Seht ihr mich natürlich gar nicht. Also ich habe mir das einfach ausgestrichen und dann kann ich es für die nächste Farbe wieder verwenden. Okay, also so sieht jetzt mein Eulenpärchen aus. Ich finde es ganz süß. Kann man noch ein bisschen Glitzer drauf machen, vielleicht mit einem Wink of Stella. So ein bisschen die Augen beglitzern oder so. Oh, so ein süßes Pärchen. Genau, also. Die Hauptdarsteller sind schon mal fertig. Dann gehen wir so ein bisschen außenrum ans Weitere dekorieren. Was ich, glaube ich, vorher gar nicht extra erwähnt habe, ich habe mir aus Pergament auch noch diesen Zweig ausgestanzt. Das hat man, glaube ich, nicht so gut gesehen vorher. Das war im Schnelldurchlauf. Okay, und jetzt mache ich so, dass ich mir noch meine Stanze schnapp, und zwar die allerliebsten Anhänger. Und da mache ich auf meinem Spruch noch mit der einen Stanzung hier. Gehe ich da noch drauf, dass es noch so einen schönen Abschluss hat. Und jetzt kann man es so machen, dass man sich dieses Muster hier genauso anlegt,
wie weit es gehen soll. So finde ich es jetzt ganz gut. Da mache ich mir hier eine Markierung hin. Das ist jetzt nicht schön, aber da schneide ich mir das kurz ab. Nur damit ich weiß, wo die Markierung ist. Und kann mir das auf der anderen Seite auch so ausstanzen. Ein bisschen Farbe dran. Immer ganz wichtig ist bei der Stanze, dass man das ganz hinterschiebt. Also dass das hinten ganz anliegt. Und dann habe ich hier noch ein süßes kleines Etikett, das wir da vorne hinbauen können. Und dann, ja, wir brauchen nicht mehr viel. Wir sind gleich so weit, dass wir die Karte komplett zusammenbauen können. Also ich nehme jetzt den einen Zweig, der so ein bisschen nach links geht. Den setze ich mir hier vorne drauf. Und der andere kommt dann noch innen rein auf meinen Innenteil. Fangen wir mit der Innenseite an. Dann nehme ich mir einfach wieder Flüssigkleber und klebe mein Etikett auf. Sieht natürlich jetzt schon komisch aus, wenn man nur drei Seiten stanzt. Aber es gehört so. Das war pure Absicht. Aber ich finde es sehr schön mit dem Etikett, mit diesem großen Etikett innen drinnen. Das ist halt innen auch mal ganz was Besonderes und was Feines. Sehr schön. Und dann nehme ich mir diesen Zweig und klebe mir den hier so hin. Jetzt muss ich gerade gucken. Ah, ich habe den da innen reingemacht. Na, gut, dass wir zuerst die Innenseite gemacht haben. Und den klebe ich auch ganz platt auf, glaube ich. Ja. Mal gucken, wie es mir am besten gefällt. Mit dem Flüssigkleber kann man ja noch ein bisschen spielen. Ich glaube, wenn das so richtig in der Biegung drin ist, dann gefällt es mir am besten so. Und es schaut schon anders aus, wie wenn es gestempelt wäre. Es hat schon, und es fühlt sich halt vor allem auch toll an. Wenn dieses Emboste in einer bestimmten Farbe, das merkt man halt, wenn man drüber langt, auch ganz gut. Und dann habe ich hier innen rein auch noch ein paar Glitzis gemacht. Da muss ich mal schnell an meine Vorratsbox gehen. Das sind meine absoluten Lieblingssteine, die ewige Eleganz. Dann nehme ich diese ganz durchsichtigen Glassichtperlen. Die passen nicht nur zum Thema Hochzeit perfekt, sondern die sind auch einfach fast überall mega schön. Ich glaube, es gibt kaum ein Projekt, wo man die nicht einsetzen kann. Und dann nehme ich jetzt einfach zwei verschiedene Größen hier und dann nochmal ein kleines hier unten hin. So. Das Ganze umspielt es noch so ein bisschen, wobei der mir jetzt gar nicht so gut gefällt. Der könnte auch in der Mitte gut aussehen. Hier so hin. Nur den Kleber wieder runter machen. Aber man kann es retten. Und ich klebe da jetzt noch. Oder ich mache ihn hier hin. Ich glaube, hier finde ich ihn schön. Ja, so gefällt es mir gut. Und dann noch auf die Außenseite. Einmal mit Dimensionals unser Etikett. Und unten drunter, das mache ich einfach mit einem Klebepunkt in die Mitte, diesen schönen Zweig in Pergament. Man kann ein bisschen aufpassen, weil man hier an der Seite schon ein bisschen übersteht. Dann muss man gucken, ob es noch ins Kuvert passt, aber ich glaube, das geht. Dann nochmal mit einem Klebepunkt mein Zweig, der kommt hier so in der Mitte hoch. Und darüber dann das Etikett. Sehr schön. Und da habe ich es auch so gemacht, dass ich wieder die gleichen Steine genommen habe und die habe ich einfach nur hier rechts und links auf mein Etikett gemacht, wie wenn das dann noch so hingebaut wäre. Und was ich natürlich noch gemacht habe, ist, auf dieser Karte habe ich ein bisschen Kupfergarn verwendet. Kann man machen, wenn man noch einen hat. Und hier oben habe ich mir gedacht, passen auch noch zwei Glitzis hin, so ganz dezent, zwei verschiedene Größen, dass die einfach hier oben auch noch ein bisschen drauf kommen. Das will er bloß nicht. Einmal andersrum, bitte. Heute habe ich es nicht so mit den Steinen anscheinend. Okay, aber so ist unsere Karte fertig. Ich würde fast sagen, dass wir eine Nacht- und eine Tag-Version haben. Ich finde die Kupferversion auch sehr, sehr schön. Aber ich wollte euch einfach zeigen, wie ihr das eben auch in anderen Farben gestalten könnt. Und es hat auch diesen speziellen Glanzeffekt. Wenn man das so ein bisschen bewegt, sieht man auch, dass die Schrift schön glänzt, das Blattwerk schön glänzt und natürlich auch die süßen Eulen. Die sind einfach total schön. Und ich finde es halt besonders schön, dass dieses sowieso Baumstumpf-Optik die Karte hat. Das ist halt was Besonderes.
Und ich finde es auch ganz toll eigentlich hier mit diesem Innenbereich, dass der dunkler ist und dass es dann wieder heller wird, dass man die Eulen einfach ein bisschen besser sieht. Vielleicht sind es eben die Nachteulen und das sind die Tageulen und je nachdem, was ihr für ein Hochzeitspaar habt, ob das mehr Nachteulen sind oder mehr Tageulen, diese Version macht ihr dann einfach. Genau. So, ihr Lieben, also nochmal kurz zum Vergleich. Einmal für die Nachteulen und einmal für die Tageulen. Schön, oder? Also ich finde die Karte toll, die ist was Besonderes. Die ist auch nicht so typisch Hochzeit eigentlich. So finde ich gar nicht, bis auf den Spruch vielleicht. Aber die ist halt einfach was Besonderes für besondere Freunde oder so. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben, da freue ich mich richtig. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert meinen Kanal, drückt dabei diese Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.